Geschichte wird gemacht, das geht voran. So irgendwie gegen alles waren wir, glaube ich, schon, was stimmt. Alle merken, dass das was Neues im Entstehen war. Das ist so ein Selbstbewusstsein, wir erobern die Welt. Wir waren jung genug, um an die Utopie der Anarchie zu glauben. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Atemmacke! West-Berlin 1978. Eine Frau aus dem Osten taucht plötzlich in der bundesdeutschen Showbranche auf. Nina Hagen. Provokativ im Auftreten und exzentrisch im Look. Das irritiert. Sie konnten ja bei Ihrer Stimme, bei Ihrer Ausbildung auch anderes singen. Warum eigentlich nicht? Schlager, Jazz oder E-Musik? Die Stimme haben Sie doch dazu. Es finde ich eine blöde Frage, ist eine Beleidigung für mich. Wenn Ihnen mein Zeug nicht gefällt, dann gefällt es ihm eben nicht. Hier ist das ZDF in Berlin, das Studio 1 der Berliner Union Film. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesrepublik Ende der 70er. Im Fernsehen dominiert die heile Welt des deutschen Schlagers. Wieder richtig Sommer. Dazu ein bisschen Panikrock von Udo Lindenberg. Über den Wolken. Und Poetisches aus einer kleinen Liedermacherszene. Wohl grenzenlos sein. Die meisten Jugendlichen hören englischsprachige Musik. Jim Rakete ist damals Ende 20, arbeitet als Fotograf für Zeitungen und Plattenfirmen. Er spürt, dass die Zeichen der Zeit auf Veränderung stehen. Deutschland war damals so ein bisschen unter dem Eindruck von bombastischem amerikanischen Rockproduktion. Also das war eine Übermacht, die war im Radio vollkommen. Und diese neue deutsche Rockmusik hat angefangen, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, zu dem sogar die Schlagersänger lieber Chanson gesungen hätten. Also alle wollten irgendetwas Neues erfinden. Dann kommt Nina Hagen. Sie singt auf Deutsch. Mit Texten, die so gar nichts mit Schlager zu tun haben. Es schallt die Glotze an, die dort uns war. Everyone, ich glotz von Osnabrück. So kommt sie, ja? Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier. Bei Goethe flippen sie aus und sagen, das ist Kultur. Und bei deutschen Texten in der Rockmusik, die irgendwie mal was Neues befürworten oder was Neues kritisieren oder so, da sind sie gleich aus dem Häuschen und denken, die Welt geht unter und fühlen ihr eigenes Brett nicht vom Kopf. Ich glaube, solche Sachen werden sich aber hoffentlich irgendwie mal ändern. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Schon in der DDR war Nina Hagen aufgefallen. Ihre Schlageralbum wird zum Hit. Mit 21 verlässt sie die DDR und will die Welt kennenlernen. Erste Station, London. No Future, keine Zukunft. Britische Jugendliche schreien ihren Frust über fehlende Perspektiven in einer neuen Subkultur heraus. Punk. Die Punkwelle schwappt bald auch nach Deutschland. Ja, gut, Punk finde ich ganz dufte. Wir versuchen alle irgendwo aus der gleichen Scheiße rauszukommen. Wir rennen halt andersrum, wa? Wir laufen andersrum. Wir versuchen denen klarzumachen, dass auch eine andere Einstellung da ist. Viele politisch interessierte Jugendliche empfinden die Zeit damals als bedrückend. Die Terroranschläge der linksradikalen Rote Armee-Fraktion haben eine massive Gegenreaktion der Staatsmacht zur Folge. Auch ersten Protesten der Friedens- und Anti-Atomkraft-Bewegung wird gewaltsam entgegnet. Die Jugend sucht nach neuen Formen der Rebellion. Hollow Sky ist damals Student und in der alternativen Szene Hannovers aktiv. Er ist fasziniert von der neuen Subkultur Punk.
Straßenbahn stillstand. Und durch Punk eröffnete sich eben ein ganz neues Feld. Die ganze Jugendkultur, die vorher mal rebellisch war, so in den 60ern, Anfang der 70er, wurde immer spießiger wie ihre Eltern. Und da war Punk und dann die neue Welle eine Rebellion dagegen, die irgendwie ja, neue Wege eröffnete. Punk, das heißt, sein eigenes Ding machen. Wilden Pogo tanzen. Hässlich ist schön. Schock ist chic. Als Abgrenzung nicht nur zum Establishment, sondern auch zu Hippies und 68ern. Also ich hatte mir zum Beispiel damals irgendwie auf so ein weißes Oberhemd so Blutflecken gesprayt, als wenn ich gerade eine Schusswunde hätte und so. Sowas hat Spaß gemacht, also um die Leute auch zu schockieren, die Bürger aufzurütteln. Die reagieren verschreckt. Und auch das Fernsehen hebt warnend den Zeigefinger. Mit dem Wunsch, um jeden Preis anders, unverwechselbar zu sein, wird der Einzelne überfordert. Von der Menschenwürde bleibt da nicht viel übrig. Viele flüchten in extreme Haltungen, in der sich erfüllenden Hoffnung, dass man sie interessant findet. Die Szene formiert sich zuerst in den Großstädten. In Düsseldorf wird der Ratinger Hof zur Geburtsstätte der neuen Subkultur. Hier treffen sich Punks und Studenten der nahegelegenen Kunstakademie. Die ist vor allem durch die spektakulären Aktionen ihres ehemaligen Professors Josef Beuys berühmt geworden. Der gebürtige Münchner Robert Görl kommt 1978 zu Besuch nach Düsseldorf. Sein Musikstudium hat er abgebrochen, lebt jetzt in London. Punk bestärkt seine Überzeugung, musikalisch neue Wege zu gehen. Ich war kaum irgendwie ein paar Tage in Düsseldorf, bin irgendwie mal rumgelaufen, zufällig, also wirklich zufällig, Ratinger Straße entlang gelaufen. Und dann sag ich, was ist das für ein Laden? Das ist ja wie in London hier. Ganz klar, also da war Punk angesagt. Wir sind da drin alle abgehangen, da haben uns alle kennengelernt. Ja. Und man spürte, da waren also Leute drin, die wollten irgendwie Musik machen. Wie Peter Hein, damals Anfang 20 und im bürgerlichen Leben Bürokaufmann. Ein Musikinstrument beherrscht er nicht. Doch das ist beim Punkrock kein Hindernis, so heißt es jedenfalls. Schon bald ist der Punk der ersten Stunde Sänger und Texter in verschiedenen Düsseldorfer Bands. Ich hatte auch sonst nichts mit Musik am Hut oder so. Ich konnte das nicht spielen und gar nichts. Aber ja, weil alles, ja, kann man lernen oder so, geht schon. Wir stellen uns ja jetzt hin und machen das. Und letztendlich haben wir es dann irgendwie auch gemacht. Also da waren wir wahrscheinlich wirklich so naiv, so blöd, so dämlich und haben das geglaubt, was wir in der Zeitung gelesen haben, nämlich, das kann jeder. Neue Bands schießen wie Pilze aus dem Boden. Mit so ungewöhnlichen Namen wie Kriminalitätsförderungsclub, kurz KFC, Östro 430 oder Palais Schaumburg. Robert Görl lernt 1978 in Düsseldorf den Musiker Gabriel, genannt Gabi Delgado, kennen. Da ist der Gabi und ich runtergegangen im Keller. Da stand ein ganz altes Schlagzeug, ganz verstimmt, komplett verstimmt. Aber das war uns egal, weil das war einfach, wir konnten einfach was machen. Der Gabi hat so ein Stylophon mitgebracht, das ist so ein kleines Spielzeug. Piano aus Plastik und mit so einem Stift. Macht das so. Und ich setzte mich an dieses verrottete Schlagzeug. Ich habe also so ein Beat geschlagen, gab es auf dem Stylophon rum und wir hatten richtig Spaß. Nach dieser ersten Probe wussten wir, wir packen das. Wir hatten das Gefühl, wir hatten so ein Selbstbewusstsein, wir erobern die Welt. Die Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kurz DAF, ist geboren.
Sie und die anderen neuen Bands singen ganz selbstverständlich auf Deutsch. Um Geld geht es noch nicht. Und die Plattenindustrie ignoriert die junge Szene komplett. Wir waren noch mit der Kassette dann bei so zwei, drei deutschen Plattenfirmen, haben unsere Sachen da vorgespielt, also die allerersten Demos. Da hat uns die Plattenfirma tatsächlich gesagt, wollt ihr uns sagen, dass das Musik ist? Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und sie haben uns die Tür gewiesen. Nina Hagen dagegen bekommt einen Plattenvertrag beim Branchenriesen CBS. Für die Produktion des Albums kehrt sie aus London zurück nach West-Berlin. Reinhold Heil absolviert dort damals ein Tonmeisterstudium und bekommt die Chance, bei Nina Hagens Band einzusteigen. Nina hatte halt so dieses Charisma, was alle kennen, also damals aber noch die ganz frische Variante davon, und redete ohne Punkt und Komma. Also so ungefähr wie ich jetzt. Sie war natürlich ganz unter dem Eindruck von Punk, war aber dafür eigentlich viel zu gut ausgebildet. Also es hatte zwar diese Energie von Punk, aber die Musik war erheblich komplexer und man musste spielen können, um das Ganze zu performen. Und dadurch kriegte das halt so sein eigenes Ding. Nach einem Jahr Proben, das erste Testkonzert in West-Berlin. Fotograf Jim Rakete ist vor Ort. Ich kannte die natürlich gar nicht. Ich hatte keine Ahnung von ostdeutschem Rock. Null. Und dann stellte sich raus, dass bei diesem Testkonzert im Quartier Latern, das war so sensationell, dass wir uns dann gleich verabredeten. Und dann machten wir irgendwie Fotos auf den Rieselfeldern und alles Mögliche. Und dieses berühmte Cover von ihr mit der Zigarette im Mund, das haben wir noch in meinem ganz leeren Fotostudio gemacht in der Zossener Straße. Wenig später wechselt Jim Rakete die Seiten und wird Manager der Band. Das deutschsprachige Album verkauft sich über eine 250.000 Mal und klettert bis auf Platz 11 in den Charts. Eine Sensation. Nina Hagen wird zur Vorreiterin einer neuen Musikbewegung. Ich war schwanger, mir ging's zum Kotzen. Ich wollt's nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine... Nebenbei bringt sie auch ein ganz neues Frauenbild auf die Bühne. Oh, das ist sensationell gut angekommen bei den Frauen. Wir hatten endlos viele Groupies hinter der Bühne in unseren Konzerten. Die wollten bloß mit den Musikern überhaupt gar nichts zu tun haben. Die waren alle für Nina da. Nina hat auf eine Art und Weise ein Outfit geprägt, der allen Frauen Mut gemacht hat. Jede Verkäuferin bei Karstadt hat sich dann in so einen Bodysuit gezwängt und hat einfach diesen Mut gehabt, dazu zu stehen, wie sie wirklich ist. Wir machen jetzt was Neues. Und die Männer mussten damit leben. Augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich, weiblich, weiblich. Sommer 1980. Ein Open-Air-Konzert vor dem Reichstag. Zum ersten Mal dabei und im Fernsehen die Berliner Band Ideal. Einer der Musiker ist Ernst Ulrich Deuker. Das war einfach der Anfang, dass wir im Fernsehen wahrgenommen wurden. Wir hatten halt ein totales Glück. Die Bands haben alle im Berliner Underground, haben da ihre Projekte vor sich hergetrieben. Und alle merkten, dass das was Neues im Entstehen war. Ich fühle mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühle mich gut. Wir stehen auf Berlin. Der Westteil der geteilten Stadt Berlin steht unter der Verwaltung von Briten, Amerikanern und Franzosen und hat in Deutschland einen Sonderstatus. Es gibt keine Wehrpflicht und keine Sperrstunde. Das zieht viele junge Leute an, die das Leben in der Bundesrepublik als spießig empfinden. Die Subkultur blüht. Berlin war eh eine Aufbruchsstimmung. Also das war eh irgendwie ein Eldorado, bestehend aus Wehrdienstverweigerern und Leuten, die im Keller irgendwelche Hits probten. Auch die beiden Schwestern Annette und Inga Humpe kommen aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin und gründen eine Band.
die Neonbabys. Wir haben alle wild durch die Gegend studiert und nie einen Abschluss gemacht. Und da kann ich auch irgendwie sich grämenden Studenten immer wieder raten, man muss keinen Abschluss haben. Man kann also im Gegenteil, dieser freien Marktwirtschaft ohne Abschluss wird man viel kampferprobter und weiß, man muss das selber machen. Und so ein Schein nützt nichts, gar nichts. Also am Anfang war es natürlich so, dass unsere Eltern wollten, dass wir eben was Anständiges so lernen. Eben Lehrerin zum Beispiel. Daran merkt man auch, dass eben Eltern manchmal den Überblick ja nicht haben. Weil zum Beispiel Lehrer sind heute völlig arbeitslos und schwierig dran. Und damals war das so für die noch, das ist Sicherheit. Das ist nicht Beamte. Also sie haben uns immer auf Sicherheit. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Ihre erste Single, Blaue Augen, nehmen sie selbst auf und bringen sie persönlich zum Verkauf in Berliner Plattenläden. Aber es war klar, dass die beiden Schwestern noch viel mehr vorhatten. Annette wollte noch viel mehr machen. Das Einzige, was sie nicht so gerne wollte, war vorne stehen. Hat sie aber auch gut gemacht in der Zeit von Ideal. Oh meine Scheiße, hier lebt der Koran. Ideal heißt Annette Humpes zweites musikalisches Standbein. Ernst Ulrich Deuker, damals 25, stößt als Bassist zu Ideal. Seine Heimat ist eigentlich der Jazz, doch die musikalischen Ideen von Annette Humpe begeistern ihn. Als sie dann in den Proberaum kam mit dem Text, das war schon ein Erlebnis für mich, jetzt ganz persönlich, weil ich dachte, wow, sie schreibt da genau das, was ich auch schon in den letzten Monaten, Jahren hier wahrgenommen habe. Diese Idee, Bahnhof zu, mein Zug fährt ein, das habe ich selbst oft genug so gehabt. Ich kam aus Westdeutschland zurück nach Berlin und stand im Zug und spürte irgendwie, dass da was passiert in der Stadt. Ich will nicht gut. Bei Berlin ist wirklich einfach, Fürth hat diesen Groove Aktentasche genannt, Aktentasche, Aktentasche, Aktentasche. Ne? Das ist also der Grund-Punk-Groove, ein ganz schnelles Achtel-Beat-Schlagzeug. Aber U-Wave bedeutete gerade auf dem rhythmischen Gebiet, dass man da nach neuen Wegen gesucht hat. Ideal avanciert zur West-Berliner Szenegröße. Bundesweite Bekanntheit erreichen sie dann 1980 als Vorband der britischen Rock-Superstars Barclay James Harvest vor dem Reichstag. Idealgitarrist Frank-Jürgen Krüger, genannt FJ, sorgt für einen extra Popularitätsschub. Da gab es mehrere Vorbands. Während wir da diskutierten, in welcher Reihenfolge wir die Vorbands spielen, ist FJ mal auf die Bühne gegangen und sah, dass da Kameras aufgebaut wurden. Hat er mal gefragt, was ist denn das? Tagesschau. Wir drehen, aber wir bauen nachher gleich wieder ab. Wir sind eine halbe Stunde hier und dann wir müssen noch da und da hin. Er ist dann reingekommen, hat in der Diskussion, hat dann gesagt, wir haben gar nichts dagegen als erstes. Man will natürlich meistens möglichst einen Platz hinten haben als Band. Und dann war es tatsächlich so, dass die das aufgenommen haben von der Tagesschau. Und dann kam es abends in der Tagesschau. Ich stehe auf Berlin. Ich stehe auf Berlin. Die Westberliner Gruppe Ideal. Die Kulisse, der Reichstag. Gebrochenes Licht. Ein Song über die Ausgeflippten. Gegensätze. Hardrock, Softrock, das Programm. Sound und Texte von Ideal treffen den Zeitgeist. Doch noch immer erkennen das die großen Plattenfirmen nicht und lehnen die Band ab. Die findet schließlich ein unabhängiges Label, das ihre erste LP veröffentlicht. Als sie dann die Langspielplatte veröffentlichten, haben sie als Presseheft nur die Absagen der 13 Plattenfirmen geheftet und an alle verschickt. Das fand ich schon erstmal sauber mal eine gute Ansage. Du schläfst mit meiner Freundin und sagst, das muss ich verstehen. Die monogamen Zeiten sind vorbei. Und die Moral von gestern macht dich schizophren. Heute ist man sexuell frei. Doch jedes Mal, wenn ich mich frei mach. Und ich komm nachts nicht nach Haus. Ha, wenn ich von deinen Theorien Gebrauch mach, dann rastest du restlos aus. Du machst mich noch ganz irre. Schon nach einem Monat hat sich das Album 13.000 Mal verkauft und steigt bis Mitte 81 auf Platz 3 der deutschen LP-Charts. Gerade so ein Text wie Irre, da geht es ja um Zweierbeziehungen, was da alles für Sachen ablaufen. Es war einfach so, dass die ganze neue Freiheit, die so in den
mit der Pille aufkam in den 70er Jahren, hat eine große Rolle gespielt. Und wir waren alle im Prinzip aus meiner Sicht orientierungslos. Wie gehen wir miteinander um? Und als diese Zeit kam mit der Neuen Deutschen Welle, da war man eigentlich schon so am Punkt, wo man so ein gewisses Resümee ziehen konnte. Was möchte ich eigentlich da und was möchte ich nicht? Und ich bin jetzt erstmal ganz cool und lass keinen an mich rankommen. Ich gehe auf Distanz. Von Hamburg aus arbeitet der Musikjournalist Alfred Hilsberg daran, den noch weitgehend unbekannten Underground-Bands mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. Es gab keine einheitliche Szene. Das waren überall verstreut lebende Individuen, sehr, sehr, sehr jung, teilweise 13, 14, 15 Jahre alt. Schüler, die meistens tatsächlich aus gutem Elternhause kamen, die nicht ohne abgesicherten Hintergrund waren. Das war also eher eine Revolution, die von den gut ausgestatteten Wohnzimmern ausging. Ende 79 schreibt er in der Musikzeitschrift Sounds über diese Revolution. Das Schlagwort Neue Deutsche Welle kommt von der Redaktion. Dennoch gilt Hilsberg seitdem als ihr Namensgeber. Ich habe mich eher gegen die Verwendung dieses Begriffs gewehrt, weil ich diese Bezeichnung für nicht tragfähig hielt oder abwegig hielt. Wir haben keinen anderen Begriff gefunden, leider. Und so hat sich das über Nacht durchgesetzt, leider. In der Hamburger Markthalle organisiert Alfred Hilsberg mehrere Festivals für die Avantgarde der Neuen Welle. Bands aus ganz Deutschland sammeln hier ihre ersten Bühnenerfahrungen. Der Hilsberg hat, glaube ich, schon ein, zwei, vielleicht auch drei Sachen für uns gemacht, wo wir mal spielen konnten, als Auftreten, und hat uns dann auch vielleicht vermittelt für ein Interview in die Sounds. Aus meiner Sicht war der Hilsberg so eine Art Manager. Aber jetzt kein persönlicher Manager von irgendeiner Band, sondern der hat versucht, so Bands so sich zu holen und da zusammenzubringen für einen Gig irgendwo, gleich drei, vier Bands. Also so sage ich den Hilsberg, sowas hat der gemacht. Um unabhängig von den großen Plattenfirmen zu veröffentlichen, gründet Hilsberg sein eigenes Label Zickzack. Gerichtet gegen die, Zitat, tote Rockmusik. Das hat ja auch funktioniert. Die Leute kamen in die Läden, zum Beispiel in den Rip-Off-Laden, und haben uns diese Platten aus den Händen gerissen. Wir haben ja ein- bis zweimal in der Woche Singles veröffentlicht in der ersten Zeit, in Auflagen zwischen 1.000 und 3.000 Stück. Und die waren in der kürzester Zeit vergriffen. Und die gab es und gibt es auch nie wieder. Eine der ersten Singles, die bei Zickzack erscheint, ist der Titel Computerstaat der Hamburger Gruppe Abwärts. Der Song klingt so düster, wie sich die Zeit für viele Jugendliche anfühlt. Im Kampf gegen die Terroristen der RAF wird das Bundeskriminalamt zu einem mächtigen Fahndungsapparat ausgebaut. Die sogenannte Rasterfahndung sorgt für Kontroversen. Erstmals werden dafür auch im großen Maßstab Computer eingesetzt. Ein Gefühl der allgegenwärtigen Überwachung und Kontrolle macht sich breit. Mark Chung ist damals Anfang 20 und Bassist bei Abwärts. Die Musik ist für ihn auch eine Chance, nicht einfach Teil des Systems zu werden. Das war antikapitalistisch. Auch der real existierende Sozialismus schien kein besonders attraktives Modell zu sein. Wir waren jung genug, um an die Utopie der Anarchie zu glauben, sag ich mal. Von den Computern haben wir uns damals weniger bedroht gefühlt. Es war eher so der Atomkrieg, der im Golf von Mallorca droht. Also es war ja eher die Zeit, das ist ja das andere, es war Kalter Krieg, auch doch so wahrscheinlich dicht vom Höhepunkt. Das war sicherlich eher bedrohlich, wobei, wie gesagt, in dem Alter
das ist so an den Dingen, wo man nichts machen kann, zuckt man mit den Schultern auch ein bisschen und sieht zu, dass man seinen Spaß hat, solange es geht halt. Mark Chung geht von abwärts zu den einstürzenden Neubauten um Frontmann Blixer Bargeld. Die Band zelebriert die absolute Dekonstruktion. Selbst das Feuilleton ist davon überfordert. Als Musiktipp will ich diese einstürzenden Häuser ja nicht gerade bezeichnen. Aber es ist ja ganz interessant zu sehen, wie sich die Rockmusik langsam aber sicher zum reinen Krach entwickelt. Guten Abend, liebe Aspekte-Freunde. Das war Krach, ja. Von uns auch. Die wenigsten haben das verstanden und ich weiß auch, das erste Mal, dass ich die live gesehen habe, dachte ich auch, ja gut, dass die auch ganz gute Songs oder Melodien hatten, kam dann eigentlich erst nach und nach zum Vorschein. Am Anfang waren es aber irgendwelche räudigen Kids aus einer Röhre unter der Autobahn. Eben da, also die ersten Jahre eben sehr, sehr viel damit experimentiert, alles Mögliche aufzunehmen, wie klingt Fleisch von innen und also man kann da viel Spaß auch haben oder Forschungsarbeit oder wie immer man das sehen will und teilweise eben auch mit durchaus interessanten Ergebnissen, teilweise hat man einen unglaublichen Aufwand betrieben, um irgendwas aufzunehmen, aber es war völlig unauffällig eigentlich, wie es sich angehört hat. Das hat mich vom ersten Tag an fasziniert. Ich habe die ersten Konzerte mit denen in Hamburg veranstaltet. Ich habe die dann eingeladen, nach Hamburg zu kommen und ihr erstes Album hier aufzunehmen. Das Motto für dieses Album war, das unhörbarste Album aller Zeiten zu produzieren. Das war das Ziel. Wir wollten ein Album machen, das sich niemand anhören kann. Das hat zunächst auch relativ gut geklappt. Also das konnte, also wir haben es uns selber auch nicht angehört. Aber es ist ganz lustig, wenn man so 20 Jahre später stellt man fest, man kann es doch hören. Ein erstes Album produziert 1980 auch die Düsseldorfer Band Fehlfarben um Frontmann Peter Hein. Mit einem Lied aus der LP landen sie einen echten NDW-Hit. Es geht voran, ist zufällig und als letzter Song entstanden. Das Album war kurz und es fehlten einfach 3-4 Minuten. So. Man brauchte also auf jeden Fall noch einen Song und dadurch ist dieser Song dann auf das Album gekommen. Ich habe das alles schon 1000 Male gesehen. Ich kenne das Leben. Ich bin im Kino gewesen. Ein Jahr zuvor ist die Band aus dem Umfeld des Ratinger Hofs entstanden. Dann haben wir aus Jux, weil wir damals Ska-Fans waren, dann haben wir eine Ska-Platte machen wollen, die es zu dem Zeitpunkt in Deutsch eben auch nicht gab. Und aus Prinzip brauchte man halt bei Ska und bei so Pseudo-Schwarzem, man brauchte halt Bläser. So. Bläser war natürlich das, was keiner hatte, ne? Keiner kannte und sonst wie. Aber irgendwie wusste jemand halt, der Frank hat aber ein Saxophon. Der Frank? Das ist Frank Fenstermacher. Nach einem abgebrochenen Lehramtsstudium hat er mit Freunden eine Galerie gegründet und macht bis dahin mit der Band Der Plan dadaistischen Elektropop. Ja, das war eine spontane Entscheidung, die ich Gott sei Dank oder dummerweise gefällt habe, weil ich gelogen habe. Der Bassist von Fehlfarben fragte mich, wir haben gehört, du spielst Saxophon. Und habe gesagt, ja. Ja, so bin ich dann da gelandet. Stimmte natürlich nicht. Ich hatte ein Saxophon, aber ich konnte ja nicht spielen.
Das hat aber bis heute hoffentlich keiner gemerkt. Ihre neuen Songs gelangen über Umwege zu einer großen Plattenfirma. Diese bietet der unbekannten Band einen Vertrag und Aufnahmen in einem professionellen Studio an. Die Zusammenarbeit mit der Plattenindustrie gilt in der Szene allerdings als Verrat. Unsere Freunde aus dem Ratinger Hof, die waren schon enttäuscht. Der Reiz dabei, in das Elektrola-Studio zu gehen, war eben genau diese Studiomöglichkeit. Also er hat uns versprochen, 5 Tage kriegt ihr das große EMI-Elektrola-Studio und da könnt ihr die ganze Platte aufnehmen. Wir haben auch gelernt, dass uns ja nur wegen Pink Floyd und Howard Carpendale überhaupt gibt, weil sonst wäre kein Geld da. War uns aber auch egal. Das erste Mal wirklich mit super Technikern gearbeitet, die sogar mit unserem Blödsinn klarkamen, weil die wussten logischerweise auch nicht wirklich, was wir wollen, was wir machen. Wir konnten ja vorher nur Demos mehr oder weniger in so einem kleines Studio gemacht. Ja, das glaube ich, war der Reiz für uns daran. Einen Vertrag dann zu unterschreiben, im Endeffekt ja auch, der uns quasi null Tantiemen bietet und die Rechte für immer an die EMI geliefert hat. Ja, ja, natürlich. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Die Nummer haben sie ja ein bisschen bei Chic, dieser Disco-Truppe, abgekupfert. Aber bei der Plattenfirma dachte man sich, ja, genau das verkauft sich über eine eingeschworene Käuferschaft hinaus. Und damit haben sie auch recht gehabt. Dass es dann irgendwie bis zum Jahr 2000 gedauert hat, bis Monarchie und Alltag eine goldene Schallplatte erhielt, also sich 250.000 Mal verkauft hat, wundert einen im Nachhinein ja doch. Aber es lag wohl daran, dass eben der Sänger fehlte und die Band gar nicht auf Tour gehen konnte. Frontmann Peter Hein geht zu dieser Zeit noch immer seinem Bürojob nach. Musik macht er nur in seiner Freizeit. Alles, was wir vorgemacht hatten, hat mit Geld nie was zu tun gehabt. Ich wollte nie Musiker sein. Die Sachen machen, das ja. Aber so Musiker fand ich immer irgendwie auch unangenehm. So. Die wollten aber die mit ihren kommen, mit den Cowboy-Stiefeln und den Lederhosen und so. Also, nee, so Musiker brauchte man nicht, wollte man nicht sein. Ich kam mir da so überfahren vor. Vor allem, ich hätte gar nicht gekonnt. Ich konnte nicht aus heiterem Himmel plötzlich da innerhalb von 3 Tagen 6 Wochen Urlaub beantragen. Ne? Da habe ich halt gesagt, nö, das mache ich jetzt nicht. Sucht euch da irgendwie, guckt da, wie ihr das macht. Ich mache da nicht. Ja, das war's dann. Der neue Sound aus Deutschland wird auch in der Schweiz gehört. Die Punkband Grauzone aus Bern um die Brüder Martin und Stefan Eicher beginnt mit Sounds, Geräuschen und der deutschen Sprache zu experimentieren. Wir wurden angefragt, einen Sampler mitzumachen, Swiss Wave, die Album. Und dann kam dieser Eisbär und das klappte nicht. Und da hatte der Ingenieur, der das aufgenommen hatte, herausgefunden, dass Marco ein toller Schlagzeuger, aber der kann nicht, was mein Bruder und ich wollten, diese 4 Minuten stoische Boom, Touch, Boom, Touch. Und da hat man gesagt, man macht einen Loop. Er spielt 4 Takte und die schneidet man und hängt die zusammen und lässt die einfach über 4 Minuten rumgehen. Und da ist dieser Eisbär zu was geworden, weil es was dieses Monotone und ich habe dann noch diesen White Noise und piep, 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 piep. Und wir hatten diesen Sound, der uns vollkommen fasziniert hat.
Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wäre so klar. Von dem Schweizer Punk-Sampler werden nur 1000 Scheiben gepresst. Auf großes Interesse stößt der Eisbär zunächst nicht, bis ihn ein Jahr später ein deutscher Produzent entdeckt. Ich hatte diese Kassette und bekam den Anruf von diesem Bandlabel und habe mir geschworen, wenn er das, die Kassette will, ich gehe nicht ins Studio und nehme das nochmal auf. Das ist genau die Kassette mit allem Rauschen, mit allem. Wenn er das rausgibt, sage ich ja. Und ich komme zu ihm, mache zwei Bier auf und sage, einfach, dass es klar ist, wenn wir es rausgeben, ist es nur wie diese Kassette. Sag ich, Alles wäre so klar. Der Eisbär wird ein Hit, verkauft sich fast 1 Million Mal und mutiert zur Erkennungsmelodie einer ganzen Generation. Und das, obwohl der Song nie im Fernsehen läuft und Grauzone sich 1981 auflöst. Wir haben das Lied nie gespielt. Jedes Lied, das Grauzone veröffentlicht hat, wurde gestrichen vom Repertoire. Stellen Sie sich mal vor, das Publikum kommt wegen dem Sonne und der wird nicht gespielt. Und das haben wir so gemacht. Und ich finde das gut so. Also hier ist die deutsch-amerikanische Freundschaft. Gabi Delgado und Robert Görl nutzen die Bühne, die ihnen TV-Moderator Alfred Biolek im deutschen Fernsehen bietet. Liebe mich, drück dich an mich, gib mir deine Küsse, umarme mich, mein Liebling. Ich glaube, das haben die noch nie gesehen. So was haben die noch nie. Und das war, das glaube ich, wusste der Biolek, dass er heute in seiner Sendung, er wird eine Sensation mal endgültig jetzt ins Fernsehen reinbringen. Also nochmal so richtig so zeigen. Ich habe hier eine kleine, das war jetzt übertrieben, aber er hat eine kleine Sensation. Biolek gibt immer wieder auch unbekannten Künstlern eine Chance. In seiner Sendung Bios Bahnhof. Sag mal. Ihr macht deutsche Texte, obwohl ihr eine internationale Gruppe seid. Ihr lebt in London, ihr habt eine englische Plattenfirma. Ihr wollt internationale Musik machen. Erstaunlich mit deutschen Texten. Wie funktioniert das? Das geht im Prinzip einfach. Also auch für Engländer oder für andere Leute ist halt Deutsch genauso erotisch oder interessant, wie vielleicht für die Deutschen Englisch ist. Wir sind ganz einfach in Deutschland geboren. Und ihr wollt oder sind hier aufgewachsen und das ist unsere Sprache. Görl und Delgado haben sich schon bald aus dem Umfeld des Ratinger Hofs in Düsseldorf verabschiedet. In England nehmen sie bei einem kleinen Label ein erstes Album auf. Eine größere Plattenfirma wird auf das Duo aufmerksam. Ich kann es ganz ehrlich und offen sagen, also wir wollten auch Erfolg haben. Wir wollten richtig erfolgreich sein, weil wir, für was machst du denn sonst? Also wir wollten nicht die Band sein, die irgendwie nur jetzt amateurmäßig zu Hause bleibt und ab und zu mal im Keller irgendwie Spaß hat und dann gehen wir irgendwie irgendeinem Job nach. Das war nicht, also Jobs interessiert mich gar nicht. Es ist vor allem der neue synthetische Sound, der die Musik von Duff ausmacht. Möglich wird der, weil Anfang der 80er Jahre Synthesizer zu erschwinglichen Preisen auf den Markt kommen. Görl und Delgado haben außerdem das Glück, mit Conny Plank zusammenarbeiten zu können, dem damaligen Top-Produzenten in Sachen elektronischer Musik. Nächtelang basteln sie im Studio an ihrem ganz eigenen Sound. Ich würde sowas wirklich sogar intuitive Arbeit nennen. Weißt du, wirklich aus dem Moment raus, weißt du, so, jetzt klingt es noch besser, weißt du, so. Und dann irgendwann ist der Plank gekommen und hat gesagt, Jungs, freeze it, I record that now. Das wird jetzt aufgenommen. Und dann war es da. Aber ich hab auch manchmal 6-7 Stunden geschraubt, bis alle gesagt haben, boah, jetzt. Mit Politik haben die Jungs von Duff eigentlich nichts am Hut. Die Provokation suchen sie dennoch,
und die Presse stellt sie in die rechte Ecke. Wir sind keine Gruppe, die den Leuten sagt, geht in diese Richtung oder in jene Richtung. Wir beschreiben Sachen und überlassen den Leuten, was sie für eine Entscheidung treffen. Weil ich bin nicht verantwortlich für was die Leute machen, sondern jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ja, die Medien gehen ja immer damit um, wenn etwas schrill ist, dann wird auch darüber berichtet. Aber es muss erst mal schrill in ihren Augen sein. Und als denn Tanz den Mussolini rauskam, wurde natürlich das Schreckgespenst der Neonazis an die Wand gemalt, obwohl das mit Daphne wirklich nichts zu tun hatte. Und während andererseits also reale Neonazis ja weiterhin nicht beachtet wurden. Eigentlich sollte man nicht einmal darüber reden, über diese Zeit damals und so weiter. Das war einfach weggepackt. Ja. Und wir nehmen das so ganz locker und stellen es auf die Bühne. Ihr sollt sogar dazu tanzen zum Adolf Hitler. Und dann auch zusätzlich zum Jesus Christus im selben Atemzug. Die Nummer war dann zu groß irgendwie. Die haben uns penetriert. Die haben gesagt, wir werden nichts mehr über euch schreiben. Wir wollen von euch jetzt aus eurem Mund hören, ja oder nein, seid ihr Nazis? Und ich hab darüber nur gelacht. Ja. Und Gabi hat aber eine witzige Antwort gehabt. Da hat Gabi gesagt, wir sind viel zu sexy, um Nazis zu sein. Das haben sie aber auch nicht angenommen. Das hat die trotzdem nicht befriedigt. Wir haben provoziert, wo wir konnten, alle eigentlich. Also insofern, innerhalb dieser Szene jetzt, aus der wir kamen, hat dann niemand, also hey, gute Nummer, lustiger Text. Aber also, bei uns war klar, dass das keine Nazis waren. Wir kannten die natürlich. Und Robert Görl ist auch kein Nazi, auch wenn er Schlagzeuger ist. Aber bei denen weiß man nie. Ende 81 hat die neue Deutsche Welle unüberhörbar an Fahrt aufgenommen. Einige der Pioniere nutzen dies als Chance, aus der Geheimtipp-Ecke herauszukommen. Wir natürlich gespürt, also hier geht wirklich was ab und jetzt geht mit uns was ab. Und das Album kam in die Charts, Polizisten kamen in die Charts und dann ging's los. Auch der Sänger Joachim Witt hofft vom beginnenden NDW-Hype zu profitieren. Als das Album erschien, passierte erstmal gar nichts. Das war sehr frustrierend, weil ich merkte, dass um mich herum so ein paar Sachen begannen zu funktionieren, wie Ideal oder auch deutsch-amerikanische Freundschaft. Und da dachte ich, das ist ja irgendwie komisch. Irgendwas war da so irgendwie im Argen.